wollte euch auf Wiedersehen sagen. Guten Abend, Ponja. Ich ziehe mich bei der Hitze in die Berge zurück. Wenn es kühler wird, bin ich wieder da. Wie hübsch. Was ist das? Das ist für dich? Das ist ja ganz weich. Das ist ein Zweig vom Baumwollbusch. Es gibt Felder, die sind voll davon, nicht weit weg, in der Nähe des Dorfes. Der Strauch bildet zuerst gelbe Blüten, die rot werden, und in der Frucht bilden sich weiche Bällchen. Die nennt man Baumwolle. Ich liebe sie. Sie sehen aus wie große, weiche Schneeflocken. Du hast noch nie Schnee gesehen, Mowgli, oder? Er ist weiß und fällt vom Himmel. Die Flocken landen auf der Erde und bedecken Bäume und alles andere, wie von Zauberhand. Ich würde auch gerne mal Schnee sehen. Es muss wunderschön sein. Ja, und wenn man darin läuft, frieren einem die Pfoten. Ich habe den Schnee einmal in den Bergen erlebt. Er hat recht. Aber man kann auch drauf rutschen und Spaß haben. Ich möchte den Schnee sehen und seine Zauberflocken. Kann ich mitkommen, Ponja? Deine Berge sind doch nicht so weit weg, oder? Die Reise ist viel zu lang und zu gefährlich für ein Menschenkind. Nur mal kurz gucken. Dann kehre ich gleich wieder um. Baloo hat recht. Himalaya ist vom Dschungel aus nicht leicht zu erreichen. Später, wenn du groß bist, kann ich dich mitnehmen. Ich muss jetzt los. Ich breche noch vor Morgengrauen auf. Ich habe einen langen Weg vor mir. Dann gute Reise. Bis bald, Ponja. Ich wünsche einen guten Abend und guten Appetit, Meister. Ob da vielleicht noch etwas für einen hungrigen Freund übrig bleibt? Wer sagt, dass du mein Freund bist, Flohpelz? Und nein, ich habe nichts für dich übrig. Hol dir dein eigenes Futter. Kalu erzählt mir, dass du nicht einmal ein Chamäleon fängst. Diese alte Krähe weiß nicht, was sie da redet, Meister. Morgen bringe ich dir eine preisverdächtige Trophäe. Du hast mein Wort drauf. Wir wissen doch alle, was dein Wort wert ist, Schakal. Wenn du was fressen willst, Parasit, dann such dir dein Fressen. Ich werde den Menschen jung bekommen, trotz all deiner Versprechen. Los, verschwinde aus meinen Augen. Ich werde einen Nichtsnutz doch nicht durchfüttern. Was machst du denn hier draußen? Ich kann nicht einschlafen. Stimmt etwas nicht? Ich möchte den würde gerne mit dir in die Berge und dann rutsche ich die Hänge runter. Nur Baloo sagt, ich wäre zu jung für so eine Reise. Sei nicht albern. Du bist alt genug und die Berge sind nicht so weit weg. Lauf Ponja hinterher. Sie kann auch nicht weit gekommen sein. Aber du musst dich beeilen. Ja, aber Baloo macht sich Sorgen. Ich sollte ihm Bescheid sagen. Nur ich weiß schon jetzt, er wird mich nicht gehen lassen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Wenn du willst, kann ich das für dich übernehmen. Ich weiß nicht, ob die Idee so gut ist. Kein Grund, dass du ihn wächst und er sich unnötig Sorgen macht. Ich bin dir noch was schuldig, weil du mir von Zeit zu Zeit geholfen hast. Ich weiß nur nicht, ob ich dir vertrauen kann. Du hast mich schon häufiger hinters Licht geführt. Oh, aber diesmal ist es was anderes. Du möchtest mit Ponja den Schnee entdecken. Ich werde euch nicht folgen, das verspreche ich. Ich gebe nur Baloo Bescheid, dass er sich keine Sorgen macht. Es wäre doch eine Schande, eine solche Gelegenheit nicht zu nutzen. Ich habe Schnee gesehen, als ich klein war, und das war so außerordentlich. Baloo wird das verstehen, da bin ich mir sicher. Er hat Schnee gesehen, als er jung war, so jung wie du. Du hast recht. Wenn er es getan hat, kann ich es auch. Klar, gar keine Frage. Lauf, der Tag dämmert schon. Beeilung. Hey, das war ein bisschen unvorsichtig. Du hast Glück, ich bin noch im Halbschlaf, Pelzball. Oh, entschuldige, das war nicht mit Absicht. Menschenjunge ist allein und ich kann dir auch die Stelle zeigen, wo. Selbstverständlich hast du das nur mir zu verdanken. Dann los, erzähl mir den Rest unterwegs und ich hoffe, dass das nicht wieder alles aussichtslos ist. Er will den Schnee sehen und hat sich mit Ponja auf den Weg gemacht. Da ich sehr intelligent bin, habe ich ihm gesagt, hör zu, Menschenjunge, ich kümmere mich um Baloo. Haha, ganz schön gerissen, was? Ah, entschuldige, ich hab dich nicht gesehen, Karl. Ach, du bist es. Was ist das bloß für ein Verkehr heute Nacht? Mir ist bereits der rote Panda auf den Schwanz getreten.
Ponja? Wie lange ist das her? Wohin ist sie gelaufen? Da lang. Aber mach doch erst mal eine Pause. Sie kann nicht weit sein und du holst sie schnell ein. Ein kleiner Schlumpf wird dir gut tun und du wirst niemanden stören. Zwing mich nicht einzuschlafen, okay? Ich hab keine Zeit. Mowgli? Mowgli! Mowgli! Und er hat mir... Wenn ich dem zottligen Bären nichts erzählt, ich bin ja nicht blöd. Mowgli ist voll drauf reingefallen. Halt dein Maul, du Mausefänger. Du redest zu viel und sagst zu wenig. Aber nein, das ist nicht wahr. Halt dein Maul, hab ich gesagt. Oder ich stopfe es dir für immer. Immerhin tue ich das ja nicht für mich. Verschwinde, du blödes Federvieh! Der Meister und ich haben was zu erleben. Was du nicht sagst, immer schön fleißig, was? Während der Menschenjunge und der Bambusfresser ungeschützt durch den Wald wandern. Aber wenn ihr nicht interessiert seid... Wir brauchen dich nicht, habe ich gesagt. Denn dank meiner Fähigkeiten... Als Mauerversager! Kalu wird mir sicher nützlicher sein als du. Sprich dich aus, meine Freundin. Das ist nicht fair. Was für ein dummer Schakal. Er würde seine Mutter nicht mal im eigenen Bau finden. Mowgli! Ich war direkt vor seiner Nase. Und dann bei Nacht quatschte er ewig und laut mit dem Menschenjungen. Hey, hast du ihn gesehen? Oh, hat da Bucky einen neuen Plan ausgeheckt, um Mowgli zu fangen? Oh nein, es ging um eine merkwürdige Reise zu einem noch merkwürdigeren Schnee. Schnee? Dann folgt er bestimmt Ponya. Schnell, bevor er in Gefahr gerät. Dieser hinterhältige Schakal wird wie üblich zu Schakal gelaufen sein. Danke, Freunde. Heute Morgen spinnen sie alle. Hilfe! Helft mir, bitte! Ich lass dich leben, Laubfresser, wenn du mir verrätst, wo der Menschenjunge ist. Zu Hause, bei Baloo. Hör mal, du Flattertier. Wenn du mich noch einmal anlügst, dann schlucke ich dich lebend runter. Wie ich sehe, ist die Krähe eine Vielschwätzerin. Die weiß zwar, wie man fliegt, aber den Menschenjungen hat sie noch nicht gefunden. Ich mache mich gleich auf die Suche, Schirkan. Er kann nicht weit sein. Was du nicht sagst. Ich will kein Wort mehr von dir hören. Das ist alles deine Schuld. Du bist wirklich sowas von nutzlos. Ja. Du hast mich eingeschläfert. Helf mir, bitte. Ich hab dir gesagt, dass ich in Eile bin. Hey, Mowgli, wart auf mich. Ich verspreche es. Ich meinte, alle, die den Schnee sehen wollen. Bis bald, meine Freunde! Ich kann noch nicht alleine so weit laufen. Aber ich würde wirklich gerne mal mit dir verreisen, Baloo. Oh, was sind das für schöne weiche Flocken. Siehst du, Mowgli, du musst gar nicht weit laufen, um den Zauber der Natur zu genießen.